Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, Medium und spiritueller Coach, und in diesem Video gibt es drei spirituelle Fakten zum Mutterthema. Wir werden also darüber sprechen, was ihr für eine besondere Seelenverbindung habt, wie ihr euch gegenseitig lehrt und welchen Einfluss deine Mutter heute noch auf dich und dein Leben hat, egal ob du sie vielleicht gar nie kennengelernt hast oder ob sie bereits verstorben ist. Der wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte ist tatsächlich Nummer eins. Denn du hast dir deine Mutter selbst ausgesucht. Vielleicht hast du auch schon mal den Spruch gehört, ich wurde im Krankenhaus wohl vertauscht, ich passe gar nicht in meine Familie rein. Und ja, das kann durchaus sein, denn wir sind als Lichtarbeiter, als Starseed oftmals in diesem Gefühl, dass wir Außenseiter sind, dass wir anders sind, dass wir die Welt mit anderen Augen sehen. Und nichtsdestotrotz sind deine Mutter und du Seelenverwandte. Ihr gehört zur selben irdischen Seelenfamilie. Und das bedeutet, wir haben so etwa 50, 60, 70, das kann so ein bisschen variieren, Seelenverwandte um uns herum, mit denen wir immer wieder inkarnieren durch die verschiedenen Leben hindurch. Das bedeutet, manchmal bin ich die Mutter und meine jetzige Mutter das Kind oder der Partner ist die beste Freundin oder der Vater oder ein besonders intensiver Arbeitskollege. Das heißt, wir begegnen uns immer wieder im engeren Kreis durch die verschiedenen Leben hinweg. Das muss nicht in jedem Leben so sein, sondern manchmal setzen wir auch ein Leben aus oder es passt gerade nicht von der Konstellation, vom Alter, vom Geschlecht her. Und dann geht es eben im nächsten Leben wieder weiter. Und so ist es mit unserer Mutter. Wir sind Seelenverwandte. Wir haben eine besondere Seelenverbindung, die sehr eng ist. Also unsere Seelen gehören zum jeweiligen inneren Kreis, zum Inner Circle. Und so verabreden sich die Seelen jeweils vor der Inkarnation. Wie läuft es ab? Wer ist die Mutter? Wer ist das Kind? Oder in welcher Konstellation kommen wir auf die Erde? Und was wollen wir uns gegenseitig lehren? Wie wollen wir uns triggern, spiegeln? Welche Aufgaben wollen wir erleben und auch lösen? Wie wollen wir uns weiterentwickeln? All das wird vor der Inkarnation entschieden. Und das heißt, wenn du vielleicht in der einen oder anderen Wut auf deine Mutter sein solltest oder auch etwas nicht verzeihen kannst, dann mach dir immer wieder bewusst, du hast dir aus einem bestimmten Grund deine Mutter ausgesucht, die Seele deiner Mutter, und ihr habt euch so verabredet, dass ihr gewisse Rollen spielt, sodass ihr euch gegenseitig weiterentwickeln könnt. Und das führt zu Punkt Nummer zwei. Denn wir haben oftmals das Gefühl, dass wir von unseren Müttern lernen, das ist auch so, und wir lehren sie auch. Denn im Seelenkontext geht es nicht um Alter. Wer ist älter? Wer hat mehr Lebenserfahrung? Denn das Alter der Seele spielt die Rolle, was wir alles schon erlebt haben, wie weit wir uns schon entwickelt haben. Und so kann es durchaus sein, dass die Kinder die Eltern viel mehr lehren als umgekehrt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du das Gefühl hast, nicht in deine Familie hineinzupassen, dann liegt es genau daran, dass du als Lichtbringer da mal aufrütteln sollst, dass du selbst durch diese Erfahrung hindurchgehen darfst. Wie ist es, wenn ich mich abgelehnt oder nicht geliebt fühle? Wie komme ich in die Selbstliebe? Wie ist es, wenn mir gesagt wird, dass ich so und so und so sein soll und mich aber anders verhalten möchte, wenn es sich innerlich anders anfühlt? Und wie ist es auch für die Eltern? Wie fühlen die sich damit, wenn das Kind immer die Wahrheit oder die eigene Wahrheit ausspricht oder die mediale, übersinnliche Wahrnehmung mitgibt? Wie ist es, wenn das Kind da triggert? Wie ist es, wenn das Kind mit Lebensfreude um sich sprudelt sozusagen und die Eltern aber so im Hamsterrad sind und nicht weiterkommen? Und deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz stark betonen, unsere Mutter ist so oder so kein böser Mensch, denn jeder und jede tut ihr Bestes nach eigenem Wissen und Gewissen. Und wir alle haben als Menschen ja unseren Ballast, unsere seelischen Blockaden. Und die gilt es zu lösen. Und so verhalten wir uns mal in der einen oder anderen Situation vielleicht auch nicht so, wie wir es uns selbst wünschen oder wie sich das Kind das gewünscht hätte. Denn es ist ja auch herausfordernd, so viel Verantwortung zu haben, alles unter einen Hut zu bringen, sowieso in dieser Welt, in der so viel los ist, so viele Energien unterwegs sind, so viel getriggert wird mit Ängsten, mit ja, allem, was da los ist, mit sozialen Medien, mit diesen vielen Eindrücken, mit der Reizüberflutung, die wir haben. Also mach dir immer wieder bewusst, dass du auch deine Eltern lehrst und deine Kinder, wenn du denn Kinder hast, auch dich lehren. Punkt Nummer drei ist, deine Mutter hat entscheidende Auswirkungen darauf, wie dein Liebesleben ist, wie es dir mit der Sexualität geht, wie deine Beziehungen sind, wie dein Beruf ist, wie es dir finanziell ergeht. Denn die Mutter ist unsere engste Bezugsperson. Sie hat uns viele Monate lang in ihrem eigenen Leib getragen, genährt und uns bedingungslose Liebe geschenkt.
Auch wenn du jetzt vielleicht sagst, nein, meine Mutter nicht, die hat mir keine bedingungslose Liebe geschenkt. Es gab sicher immer wieder Momente, vielleicht waren es nur kurze Momente, aber das ist es, was unser Urvertrauen erschafft und stärkt, dass wir da als kleines, hilfloses Wesen sind und da jemand ist, der sich bedingungslos um uns kümmert. Und so ganz bedingungslos ist es auch nicht, denn wir geben ja auch ganz viel Liebe mit und ganz viel Herzöffnung, wenn wir eben so ein kleines, wundervolles, süßes Baby sind. Das heißt, die Mutter ist eine enge Bezugsperson und wir finden durch sie heraus, wie sind Frauen in unserem Leben? Wie ist das Weibliche überhaupt? Wie ist es, Mutter zu sein? Umgekehrt eben der Vater auch. Wie sind Männer? Wie sind Beziehungen? Wie ist das Miteinander? Wie funktioniert das mit dem Geld? Das sind entscheidende Faktoren. Wir lernen durch unsere Eltern, vor allem durch unsere Mutter, die Welt kennen und auch die Welt in gewisser Weise bewerten. Dadurch werden unsere Glaubenssätze aufgemacht. Zum Beispiel, Geld ist böse oder reiche Menschen sind böse. Beziehungen sind schwierig. Ich darf niemandem vertrauen, weil ich verletzt werde. Sexualität macht keine Freude. All das kann mit hineinspielen und das nehmen wir unbewusst mit. Und jetzt kann es sein, dass du auf der einen Seite so sein möchtest wie deine Mutter. Ja, weil wir eben auch geliebt werden wollen. Das ist das Entscheidende. Und wir glauben, wenn wir uns anpassen oder wenn wir so oder so sind oder unserer Mutter ähneln, dann werden wir mehr geliebt. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein, dass du sagst, nein, ich möchte genau das Gegenteil von meiner Mutter sein, weil ich das nicht gut finde. Aber auch dann bist du nicht du selbst. Denn du schaust immer, was macht sie? Und dann muss ich genau das Gegenteil machen. Das heißt, du kommst nicht auf deinen eigenen Weg, wer du wirklich bist, was du wirklich willst. Und das ist der große Einfluss unserer Mütter und eben auch auf das Finanzielle unter anderem. Denn wenn wir auf der anderen Seite das Gefühl haben, nicht gut zu sein, nicht richtig zu sein, nicht das brave Mädchen oder brave Junge zu sein, dann haben wir immer wieder das Gefühl, wir haben es nicht verdient. Wir tragen Schuld mit uns herum, Schande, Scham, wir müssen ein schlechtes Gewissen haben, weil wir nicht richtig sind. Und weil wir nicht richtig sind, haben wir es nicht verdient, Reichtum, Liebe und Fülle in unser Leben zu ziehen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns das anschauen. Also schreib dir auch gerne mal auf, wie erinnerst du dich an deine Mutter oder wie ist sie auch jetzt noch? Was übernimmst du? Wie siehst du unbewusst die Welt? Wie sieht deine Welt aus? Lebst du in dieser Fülle oder noch nicht? Wo ist da die Verbindung? Und dann geh auch gerne mal in das Gefühl hinein. Wie fühlst du dich deiner Mutter gegenüber? Ist da die pure Liebe, die Freude oder ist da eben auch noch Wut oder ja, in gewisser Weise auch sind da Vorwürfe, die du ihr noch machst? Und wenn ja, was war das Positive daran? Wie hat es dich gestärkt, dass du vielleicht eben mal das Gefühl hattest, nicht geliebt zu werden? Oder dass du dich auch mal durchsetzen musst? Was hat es dir in deinem Leben gebracht? Also finde das heraus. Und wenn du auf einer noch tieferen seelischen Ebene all das heilen möchtest, das Mutterthema, das Ahnenreihenthema, auch das Vaterthema. Wenn du dich dadurch heilen möchtest, wenn du dich in deine Lebenskraft bringen möchtest, dann kann ich dir aus tiefstem Herzen den Online-Kurs von Andreas Goldemann empfehlen, den ich selbst gemacht habe und der so intensiv war, der mir so viel Heilung gebracht hat. Und da ist das ein Thema mit dabei. Und du findest den Link unter dem Video, da wirst du auch erst auf meine Seite geführt, da erzähle ich dir noch mehr über diesen transformativen Online-Kurs. Und dann schau da gerne mal vorbei. Ich kann das sehr empfehlen. Es ist so umfangreich, so heilsam. Und du wirst dadurch mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude, mehr Fülle, mehr Reichtum und mehr Liebe in dein Leben ziehen. In diesem Sinne wünsche ich dir auch viel Vergnügen, viele Erkenntnisse, viele Gefühle, die fließen dürfen, wenn du dich noch einmal, das hast du sicher schon öfter getan, mit deiner Mutter auseinandersetzt. Und dass du dieses Video gefunden hast, ist ein Zeichen dafür, dass es jetzt wieder an der Reihe ist. Ich wünsche dir alles Liebe, danke dir fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und abonniere gerne meinen Kanal, wenn du mehr erfahren möchtest.